Wenn es nichts anderes gibt, dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 75, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Modellversuch verbessert Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung in Hessen. Gleichwertigkeit ist in Hessen gelebte Praxis, 196298. Das Wort hat der Kollege Andreas Hofmeister, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Die berufliche Karriere eines jungen Menschen beginnt für uns nicht mit dem Abitur und muss nicht zwingend mit Studium und einem akademischen Abschluss ihre Fortsetzung finden. Als CDU in Hessen betonen wir seit vielen Jahren aus tiefster Überzeugung stets die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung. Wir werden diese Botschaft auch immer und immer wieder setzen. Denn wir stehen gesamtgesellschaftlich in der Verantwortung, zu verdeutlichen, dass unser Arbeitsmarkt sowohl beruflich Qualifizierte als auch Akademiker benötigt und kein Ausbildungsweg einen höheren Stellenwert hat als ein anderer. Dies ist gerade auch im Sinne unserer mittelständisch geprägten Wirtschaft von besonderer Bedeutung. Wir erleben doch immer wieder bei Gesprächen in unseren Wahlkreisen, dass Auszubildende dringend gesucht werden, aber das Interesse junger Menschen an einer dualen Berufsausbildung eher zurückgeht oder zumindest der Wunsch nach einem Studium häufig stärker ausgeprägt ist. Die sich verändernde Arbeitswelt mit der zunehmenden Bedeutung des lebenslangen Lernens, den Auswirkungen der Digitalisierung und nicht zuletzt auch durch den demografischen Wandel erfordert von uns als Politik ein stetiges Arbeiten an den von uns zu beeinflussenden Angeboten, um jungen Menschen einen möglichst guten und passgenauen Einstieg in die Berufswelt zu ermöglichen und dann im weiteren Verlauf, je nach Erfordernissen und Wünschen, Fort- und Weiterbildung wahrnehmen zu können. In vergangenen Debatten in diesem Hause haben wir uns ja bereits über die notwendige und weiter zunehmende Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung ausgetauscht, über die Vorzüge des dualen Studiums oder aber auch über die Frage, wie junge Menschen Orientierung finden, wenn die Erwartungen eines begonnenen Studiums etwa doch nicht erfüllt werden und möglicherweise ein Studienabbruch und ein Umstieg aus dem akademischen in das berufliche Bildungssystem angezeigt wäre. Eine Aufgabe, die sich die Hochschulen gemeinsam mit den Kammern stellen. Und nicht zuletzt muss uns auch immer wieder die Frage der Gewinnung von Fachkräften sowie der aktuell bereits bestehende Fachkräftemangel beschäftigen. Dieser stellt leider eine zunehmende Belastung dar, führt zu sinkenden Wachstumspotenzialen sowie zu Hemmnissen für Innovationen und Investitionen. Meine Damen und Herren, gerade im Sinne junger Menschen und ihrer Eltern ist es wichtig, immer wieder zu verdeutlichen, dass attraktive Zukunftsperspektiven und Weiterentwicklungsmöglichkeiten mittlerweile so vielfältig sind, dass ein erfolgreicher beruflicher Werdegang eben nicht allein davon abhängt, ob das Abitur erreicht wird. Mitunter ist ein mittlerer Bildungsabschluss mit anschließender dualer Berufsausbildung für einen jungen Menschen der bessere Weg, gerade auch im Sinne persönlicher Zufriedenheit, ein Faktor, den man auch immer wieder mitdenken sollte. Für mich, und ich denke, es geht hier vielen Kolleginnen und Kollegen so, ist es ein Ärgernis, dass in öffentlichen Debatten und Veröffentlichungen in den Medien oftmals der Eindruck erweckt wird, das Abitur wäre der einzig erstrebenswerte Abschluss der Schulkarriere. Und dann sollte es möglichst in ein Studium gehen. So drängt es sich zumindest mitunter auf, wenn man die Debatten so verfolgt. Es ist nach meiner festen Überzeugung die Aufgabe von verantwortungsvoller Politik, in der gesamtgesellschaftlichen Debatte stets die Grundbotschaft der Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung zu setzen und außerdem Rahmenbedingungen zu erhalten oder weiterzuentwickeln, die jungen Menschen eine Vielzahl von Einstiegspunkten bietet, um eine berufliche Karriere zu starten, welche im weiteren Verlauf attraktive Weiterentwicklungsmöglichkeiten bereithält, nicht als Zwang, aber als Chance während der Bildungs- und Berufskarriere. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, zu den bisher gesetzten Rahmenbedingungen gehört der seit dem Wintersemester 2016/17 laufende Modellversuch, dass beruflich Qualifizierte mit mittlerem Schulabschluss und qualifiziertem Abschluss einer mindestens dreijährigen anerkannten Berufsausbildung sowie einer Abschlussnote von 2,5 oder besser einen prüfungsfreien Zugang zu unseren staatlichen Hochschulen erhalten. Und dieser Modellversuch hat sich bewährt. Wir reden hier nicht von Tausenden von Personen, die bisher das Angebot genutzt haben. Dafür ist es letztendlich zu frisch.
Aber der Zuspruch in dem noch überschaubaren Zeitraum des Modellversuchs ist ein Beispiel für das Ergreifen von richtigen Maßnahmen durch die Politik. Die erfolgreiche Zwischenbilanz des zunächst bis 2021 laufenden Modellversuchs zum Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte setzen wir deshalb bewusst in den Mittelpunkt der Debatte am Mittwochmorgen dieser Plenarrunde. Wir freuen uns darüber, dass sich im Wintersemester 2017/2018 insgesamt 235 junge Menschen dazu entschlossen haben, ihren Ausbildungsweg nach einer erfolgreich abgeschlossenen dualen Ausbildung an einer hessischen Hochschule fortzusetzen und ihr Wissen und Können weiter zu vertiefen oder auch ganz neue Wege zu beschreiten. Für alle jungen Menschen in unserem Bundesland, die sich für eine duale Ausbildung entscheiden, bedeutet dies ein solider Haupt- oder Realschulabschluss und eine erfolgreiche berufliche Ausbildung in Hessen müssen nicht der Abschluss des Bildungsweges sein. Nein, ein solcher Weg kann Ausgangspunkt weiterer Schritte sein, sei es zu einem Meisterbrief oder bei uns in Hessen eben auch in Richtung eines Studiums. Ich betone es an dieser Stelle erneut. Berufliche und akademische Ausbildung haben für uns den gleichen Stellenwert. Dieser Leitsatz prägt auch unsere Politik seit vielen Jahren in der Verantwortung für unser Bundesland Hessen. Bereits 2005 haben wir für Absolventen der Meisterprüfung und 2010 für vergleichbare Abschlüsse der beruflichen Aufstiegsfortbildung eine Möglichkeit zum Studium an den hessischen Hochschulen geschaffen. Mit der Novelle des Hessischen Hochschulgesetzes im Jahr 2015 haben wir den Weg zu dem heute thematisierten Modellversuch eröffnet. Wir leisten auf diese Weise einen weiteren Beitrag dazu, Stoppschilder zwischen den Bildungswegen abzubauen. Ich darf aber auch daran erinnern, dass wir parallel die Attraktivität der beruflichen Bildung für Abiturienten, Studienabsolventen, aber auch Studienabbrecher durch gemeinsame Initiativen mit den Industrie- und Handelskammern sowie dem Handwerk in Hessen steigern. Auch die Berufs- und Studienorientierung in den Schulen verbessern wir kontinuierlich zusammen mit den relevanten Akteuren. Ein Beispiel hierfür sind die Anstrengungen der Partner im Rahmen des Bündnisses Ausbildung Hessen 2015 bis 2019. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, den Übergang von der Schule in den Beruf so zu gestalten, dass junge Menschen zügig und entsprechend ihren Interessen und Kompetenzen in eine berufliche Ausbildung vermittelt werden können. Aber, und das will ich auch gegen Ende meiner Rede deutlich betonen, es ist auch weiterhin Aufgabe der Eltern, ihre Kinder nicht einseitig auf bestimmte Bildungswege festzulegen. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, dass der Modellversuch zum Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte schon heute als großer Erfolg bewertet werden kann, hängt maßgeblich mit den Institutionen und Partnern zusammen, die Hand in Hand dafür arbeiten, im Interesse junger Menschen qualitativ hochwertige Bildungsgänge anzubieten. Zuvorderst sind hier unsere hessischen Hochschulen zu nennen, mit Orientierungsphasen, Brückenkursen vor Aufnahme des Studiums, Beratungsangeboten, Lerngruppen, familiengerechten Strukturen und beispielsweise flexiblen Zeitformaten wird noch stärker als bisher auf die Bedürfnisse der Studierenden eingegangen. Zum Modellversuch gehören als Partner aber auch die Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände, die Handwerkskammern und der Deutsche Gewerkschaftsbund Hessen-Thüringen. Für dieses Engagement gilt es von dieser Stelle auch ausdrücklich Dank zu sagen. Wir wünschen als CDU-Fraktion den jungen Menschen, die aktuell und in den kommenden Semestern die eröffnete Möglichkeit eines Hochschulstudiums über den Modellversuch nutzen, einen erfolgreichen Abschluss und danach eine weiter erfolgreiche berufliche Entwicklung. Nicht zuletzt werden die erfolgreichen Absolventen im Rahmen des Modellversuchs zukünftig als Botschafter dienen können, um jungen Menschen die Entscheidung zu erleichtern, nach dem Abschluss, etwa in der 10. Klasse, sich für eine duale Ausbildung zu entscheiden. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss und will nochmals betonen, die gesellschaftliche Anerkennung von Bildungswegen beginnt für uns nicht erst mit Abitur, Masterabschluss oder Doktortitel. Es muss in unserer Gesellschaft noch viel deutlicher hervorgehoben werden, dass das Berufsleben eines jungen Menschen nicht zwangsläufig mit Abitur und anschließendem Studium seinen Lauf nehmen muss. Denn sowohl berufliche als auch akademische Ausbildung eröffnen attraktive Zukunftsperspektiven und Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Und beides ist für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolg unseres Landes von enormer Bedeutung. Für diese Wertschätzung werben wir dauerhaft. Und deshalb, meine Damen und Herren, wir werden uns weiterhin für die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung einsetzen, und das ausdrücklich nicht nur in eine Richtung. Dafür stehen wir als CDU in Hessen mit voller Überzeugung ein. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Habermann, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will am Anfang der Debatte stellen, dass wir Ihrem Entschließungsantrag zustimmen werden. Die SPD-Fraktion unterstützt und fördert jede Initiative, die die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung unterstützt und Durchlässigkeit zwischen den Bildungsabschlüssen und Bildungswegen fördert. Allerdings fragen wir uns, was die CDU bewogen hat, diesen Entschließungsantrag heute zum Setzpunkt zu machen. Denn der Neuigkeitswert, liebe Kolleginnen und Kollegen, strebt gegen Null. Mit der Novelle des Hessischen Hochschulgesetzes wurde der Modellversuch für ein Studium ohne Abitur ermöglicht und zum Wintersemester 2016/17 gestartet. In diesem Modellversuch haben Absolventen mit mittlerem Bildungsabschluss bereits nach einer dreijährigen anerkannten Berufsausbildung mindestens mit der Abschlussnote 2,5 einen prüfungsfreien Zugang zu allen gestuften Studiengängen an den Hochschulen des Landes. Herr Kollege Hofmeister, ich habe mir erlaubt, genau wie Sie die Pressemitteilung des Wissenschaftsministeriums aus dem Jahr 2016 an dieser Stelle zu zitieren, um deutlich zu machen, um was es geht. Über den Start des Modellversuchs, Kolleginnen und Kollegen, haben wir in der Plenarsitzung am 26. Januar 2017 debattiert. Es ist für uns nicht ersichtlich, was sich bis zum heutigen Tag an neuen Erkenntnissen und Ideen zum Thema Gleichwertigkeit und beruflicher und akademischer Bildung ergeben hat. Die SPD-Fraktion begrüßt, dass sich nach drei Semestern Laufzeit des Modellversuchs die Zahl der Teilnehmer fast verdreifacht hat. Die Zahl von 235 Studierenden zeigt aber auch, dass noch große Anstrengungen unternommen werden müssen, um diesen alternativen Weg zum Studium regelhaft zu entwickeln, meine Damen und Herren. Wir begrüßen auch, dass die Hochschulen Maßnahmen und Instrumente entwickeln, die den Studierenden ein erfolgreiches Studium ermöglichen sollen. Beratung und Unterstützung auf die besondere Situation der Studierenden zugeschnitten sind aus unserer Sicht absolut notwendig. Da der Modellversuch aber allerdings erst zum Sommersemester 2021 abgeschlossen und evaluiert werden soll, ist der Antrag zwar zustimmungsfähig, aber gleichzeitig am heutigen Tage auch überflüssig. Repetitio mater studiorum est, wobei die Betonung eindeutig wohl für die Koalition auf Wiederholung liegt und nicht auf dem Studieren von neuen Erkenntnissen. Die Koalition scheint zu befürchten, dass ihre Leistungen von der Öffentlichkeit nicht bemerkt werden. Das ist ja auch möglicherweise nicht ganz unbegründet, meine Damen und Herren. Ich will auch gerne noch zu einigen inhaltlichen Aspekten Stellung nehmen. Es ist längst nicht mehr allein eine individuelle Entscheidung, ob ich mich fort- und weiterbilde, sondern es ist eine Notwendigkeit geworden. Lebenslanges Lernen ist Bedingung für eine erfolgreiche berufliche Perspektive. Gleichzeitig sind Durchlässigkeit und der Abbau von Barrieren und roten Ampeln notwendig, um unser Bildungssystem fit zu machen für die ständig neuen und wechselnden Anforderungen im Beruf. Die Anforderungen von Digitalisierung und Spezialisierung in immer neuen Ausbildungsberufen, Studiengängen und Berufsbildern zu bewältigen, brauchen wir ein flexibles und durchlässiges Bildungssystem. Wir brauchen es, und das füge ich ausdrücklich hinzu, um auch Chancengleichheit beim Zugang zu diesen Bildungsangeboten zu gewähren. Ich glaube, da hat Hessen noch sehr viel Nachholbedarf. Solange
solange Eltern ihre Kinder auch deshalb aufs Gymnasium schicken, weil sie Angst haben, dass ihr Kind anderswo in einer Bildungssackgasse landet, ist die Formel von der Gleichwertigkeit noch ungelöst, meine Damen und Herren. Durchlässigkeit darf es nicht nur in der Anschlussfähigkeit nach einem Abschluss geben, sondern sie muss auch davor vorhanden sein. Wenn man den Hochschulzugang nach dem allgemeinen Schulabschluss zu Recht aus unserer Sicht auch für junge Menschen ohne Abitur und mit Berufserfahrung öffnet, und da sind wir uns ja hier im Hause alle einig darüber, muss man auch die Frage stellen, ob beispielsweise abschlussbezogene Bildungsstandards heute noch zeitgemäß sind, ob es nicht vielmehr überfällig ist, bestehende Bildungsstandards und Kerncurricula daraufhin zu überprüfen, ob sie dem Anspruch an Gleichwertigkeit von Bildungsgängen und Durchlässigkeit genügen. Die Grenzen zwischen praxisbezogener und theoretisch-akademischer Ausbildung sind heute verschwommener geworden. Das Meisterstudium, steigende Studierendenzahlen an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und im dualen Studium und der Erfolg von Modellen zum Studieren ohne Abitur, all das zeigt, dass der Schulabschluss im allgemeinen Schulsystem längst nicht mehr den Berufsweg eines Menschen determinieren muss. Aber leider, und das hat viel zu tun mit dem, was in der allgemeinbildenden Schule, geschieht, leider tut dieser Schulabschluss das immer noch, nämlich das Schicksal von Menschen und ihren Berufsweg vorentscheiden, und das nicht oft so, dass die Fähigkeiten des Einzelnen auch ausgenutzt werden können. Ich will noch einen letzten Punkt anfügen. Die SPD-Fraktion begrüßt selbstverständlich auch, dass Schülerinnen und Schülern in allen Schulformen Unterstützung durch eine qualifizierte Berufsorientierung erhalten sollen. Herr Hofmeister hat in seinem Redebeitrag gesagt, dass die Koalition und die Landesregierung dieses kontinuierlich verbessert. Also davon habe ich bis jetzt leider noch nichts gemerkt, insbesondere wenn es um die Forderung geht, auch an den Gymnasien eine entsprechende Berufsorientierung zu etablieren. Da ist es mit Praktika nicht getan. Dankenswerterweise hat der Kultusminister gestern in der Debatte zur Bildungsenquete angekündigt, dass es dort in Arbeit ist, eine neue Verordnung auf den Weg zu bringen und dieses entsprechend in den Schulen zu etablieren. Darauf warten wir und sind sehr gespannt, wie das umgesetzt wird hier in Hessen. Lassen Sie mich zum Abschluss aus einem Zeitungsartikel zitieren. Er ist aus der Hanauer Allgemeinen vom 2.7.1975. Die Überschrift ist: Sie schafften es, ohne Abitur startfrei für die Hochschule. Und der Artikel berichtet über einen Lehrgang an der Volkshochschule Hanau, die es den ersten 23 Absolventen ermöglicht hat, auch ohne Abitur anschließend ein Hochschulstudium aufzunehmen. Deswegen ist mein Fazit: Diese Landesregierung macht eben nichts Gutes, was einer sozialdemokratisch geführten Regierung schon viel früher eingefallen wäre. Deshalb fällt uns die Zustimmung zu diesem Antrag, Herr Boddenberg, trotz allem nicht schwer, verbunden mit der Ermunterung an die CDU, auch in anderen bildungspolitischen Bereichen etwas fortschrittlicher zu argumentieren und neueste Erkenntnisse auch aus der Bildungsenquete zur Kenntnis zu nehmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollegin Habermann. Das Wort hat der Abg. Daniel May, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Modellversuch für den Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte wird jetzt mittlerweile von 235 Studierenden genutzt. Das heißt, die Zahl derjenigen, die sich dafür eingeschrieben haben, die die Möglichkeit nutzen, steigt kontinuierlich. Das bedeutet, dass dieser Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte nichts ist, was nur auf dem Papier existiert. Es ist kein theoretisches Konstrukt, sondern es zeigt, dass es gelebte Realität ist. Das zeigt, dass hier eine Maßnahme ergriffen wurde, die von den Menschen angenommen wird. Das ist, denke ich, schon einmal Neuigkeit genug. Das ist ein Grund, worüber wir uns freuen sollten. Von daher gestatten Sie mir die Bemerkung, dass die Aussage, dass es nichts Neues gebe, doch an dieser Stelle, glaube ich, daneben geht. Weil, dass etwas funktioniert, ist doch mindestens genauso eine Neuigkeit wie die Nachricht, wenn es irgendwo Nachsteuerungsbedarf gäbe. Es freut mich, dass die SPD-Fraktion in ihrem Redebeitrag deutlich gemacht hat, dass sie einräumt, dass Bedenken, die zu Beginn der Reform, die zu Beginn des Modellversuchs geäußert wurden, dass sie sich glücklicherweise so nicht bewahrheitet haben, sondern dass wir uns gemeinsam darüber freuen können, dass dieser Modellversuch angenommen wird. Kollege May, die Frau Kollegin Habermann wollte Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Was halten Sie davon? Also, auf geht's. Herr May, haben Sie noch einmal einen Debattenbeitrag aus dem Januar letzten Jahres in Erinnerung, wo ich genau diese Unterstützung für den Modellversuch bereits einmal von Seiten der SPD-Fraktion erklärt habe. Lieber Kollege May, Sie haben das Wort. Erinnern Sie sich bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Es freut mich, dass wir so viel Zustimmung von der SPD-Fraktion erhalten und dass es Ihnen wichtig ist, noch einmal darauf hinzuweisen, dass Sie sich schon zu einem früheren Zeitpunkt mal positiv zur Regierung geäußert haben. Das würdige ich ausdrücklich, Frau Kollegin Habermann. Umso mehr freut es mich, dass Sie heute unserer Initiative zustimmen werden, indem wir, sage ich mal, einen Überblick über andere Maßnahmen unserer Hochschulpolitik leisten und damit auch deutlich machen, dass Sie unsere Hochschulpolitik so stark unterstützen. Das freut uns, und ich finde, das ist auch eine weitere gute Nachricht des heutigen Vormittags. Die Zahl 235 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigt also, dass der Modellversuch angenommen wird und dass eine Überlegung, die wir als Politik vor dem Modellversuch hatten, nämlich dass wir darauf reagieren wollen, dass festzustellen ist, dass zusehends mehr Schülerinnen und Schüler ein Gymnasium besuchen, dass sie nach der mittleren Reife bei der Frage, wie geht es weiter, sich zunehmend dafür entscheiden, die Fachoberschule zu besuchen, dass sie sich dafür entscheiden, berufliches Gymnasium mehr zu machen, und dass gleichzeitig der Anteil derjenigen, die sagen, direkt eine berufliche Bildung anzugehen, dass sich ihre Verhältnisse verändert haben. Darauf wollten wir reagieren, weil wir analysiert haben, was ist wohl die Überlegung dahinter. Die Überlegung dahinter, die wir in unserer Analyse festgestellt haben, war, dass es dort das Gefühl gibt, na ja, wenn ich den Weg einer vollschulischen Ausbildung weitergehe, dann lasse ich mir alle Wege offen, während das möglicherweise bei der beruflichen Bildung nicht so ist. Von daher sagt der Modellversuch für beruflich Qualifizierte, der Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte, etwas ganz deutlich. Nein, die berufliche Bildung ist mit der vollschulischen, mit der akademischen Bildung gleichwertig. Wenn du dich entscheidest, nach der mittleren Reife eine Berufsausbildung zu machen, diese 3 Jahre dauert und mindestens mit 2,5 oder besser abgeschlossen wird, dann hast du genauso Anspruch und Möglichkeit, eine hessische Hochschule zu besuchen, wie wenn du beispielsweise die Fachoberschule machst. Von daher ist das ein
Beitrag für die Bildungsgerechtigkeit in unserem Land und auch eben für die Gleichwertigkeit beider Säulen des Bildungssystems. Und das wird von den Menschen wahrgenommen, und das wird von ihnen angenommen. Und es ist eben nicht nur eine theoretische Möglichkeit, sondern diese 235 Studierenden, die wir jetzt haben, sind leuchtende Beispiele für weitere Schülerinnen und Schüler, die sich jetzt auf den Weg machen und überlegen, wie geht es für mich weiter. Und all das wird sich auf Dauer auszahlen und wird zeigen, dass eben dass ein weiterer Zugangsmöglichkeit eben die berufliche Bildung stärkt. Und ich finde das eine sehr gute Nachricht für unser Land. Und von daher glaube ich, und das haben Sie ja, Frau Kollegin Habermann, ja auch implizit dargelegt, dass es wichtig ist, dass wir als Politik auch immer wieder darüber reden. Ja, natürlich ist das ein Prozess, dass man das bekannt machen muss. Ja, das ist sicherlich noch nicht überall bekannt, und wir müssen dafür arbeiten, dass es noch mehr in die Köpfe kommt. Und von daher glaube ich, ist es doch wichtig, dass wir als Politik innehalten, evaluieren, wie wirken die Maßnahmen, die wir auf den Weg bringen, wird das angenommen, und was gibt es noch zu tun. Und wenn wir dann feststellen, ja, da gibt es eine große ein großes Potenzial, wenn wir dann sehen, dort gibt es Übertritte von der beruflichen Bildung aus der beruflichen Qualifizierung in die Hochschulen, dann glaube ich, ist es wichtig, dass wir das auch kommunizieren. Und auch diesem Zweck dient der heutige Setzpunkt. Und damit machen wir weiter deutlich, Schülerinnen und Schüler, es gibt dort gleichwertige Wege, die in die Hochschule führen, und auch die berufliche Qualifizierung gehört dazu. Und damit glaube ich, werden wir auch einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass wir wegkommen von dem Entweder-Oder von akademischer und beruflicher Bildung und dahin gehen, dass wir sagen, es muss ein Sowohl-als-auch zwischen beiden gehen. Ich glaube, es ist hinreichend deutlich geworden, dass der Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte gerade nicht heißt, dass jeder studieren muss oder soll. Das ist gar nicht der Punkt. Das ist gar nicht der Punkt, sondern es geht darum, dass wir Gleichwertigkeit zeigen und dass wir eben sagen, es gibt eine Durchlässigkeit der Bildungswege, und diese Durchlässigkeit ist uns wichtig, und wir wollen sie darstellen. Und was mir auch wichtig ist, die Hochschulen werden von der Sichtweise der beruflich Qualifizierten profitieren, wenn sie sich auf sie einlassen. Und von daher war uns eben auch der Punkt wichtig, dass wir eben neben dieser formalen Öffnung der Hochschule eben auch die faktische Öffnung der Hochschule vorantreiben, indem wir eben den Übergang von der beruflichen Bildung in die Hochschulen unterstützen, weil da eben doch gewisse Unterschiede immer noch sind und auch bestehen bleiben werden, und dass wir eben dann eben mit solchen Brückenkursen und Ähnlichem deutlich sagen, es gibt dann eben keine versteckten Fallstricke. Das Gegenteil ist der Fall. Wir fördern dich, wenn du diesen Weg gehst. Und ich glaube, dass das auch eine wichtige Nachricht für die jungen Menschen ist. Lassen Sie mich zum Schluss sagen, es gibt ja gelegentlich die Debatte darüber, ob die erhöhte Bildungsaspiration von jungen Menschen, also der Wunsch, mehr Qualifikationen auf sich zu nehmen und eben auch in Betracht zu ziehen, irgendwann eine Hochschulbildung zu genießen, dass das gelegentlich negativ dargestellt wird. Da gibt es Beiträge um den angeblichen Akademisierungswahn und Ähnliches. Ich glaube, dass das nicht hilfreich ist. Es macht keinen Sinn, die jungen Menschen, die sich dort Überlegungen anstellen für ihre eigene Karriere, ihnen Vorschriften zu machen, sondern wir müssen ihnen neue Angebote machen. Wir müssen gestalten, was dort in den Köpfen, was dort eben nachgefragt wird. Wir müssen dort eben diese neuen Nachfragen gestalten und eben neue Möglichkeiten schaffen. Und ich glaube, dass das, was dort stattfindet, eine Art von Bildungsexpansion ist, die eben aus den Entwicklungen von Globalisierung und Digitalisierung hervorgeht. Und von daher glaube ich, ist es richtig, dass wir eben sagen, wir brauchen den gut ausgebildeten beruflich Qualifizierten genauso wie den Akademiker. Und wir müssen zwischen beiden Wegen die Durchlässigkeit noch weiter erhöhen. Einerseits, dass wir denjenigen, die sagen,
ich möchte nach einer beruflichen Qualifizierung ein Studium aufnehmen, dass wir denen neue Zugangsmöglichkeiten geben. Aber, das darf ich an dieser Stelle auch erwähnen, dass man eben auch den anderen Weg noch einmal klar sagt, es ist auch nicht das Ende aller Tage, wenn du für dich feststellst, na ja, das mit dem Studium war jetzt vielleicht doch nicht, sondern da müssen wir auch sagen, du hast Vorleistungen gemacht, die wollen wir Anerkennung und wir wollen dir helfen, dann eben auch einen anderen Weg weiterzugehen, wenn du für dich feststellst, die akademische Bildung ist nicht das Richtige, dass man dann eben auch fördert den Weg in die berufliche Bildung. Ich glaube, das sind alles Maßnahmen, die die Durchlässigkeit der Bildung in unserem Land verbessern. Wir wollen diesen Weg weitergehen, mehr Durchlässigkeit zwischen akademischer Bildung und beruflicher Bildung, weil das mehr Chancen und Bildungsgerechtigkeit für unser Land bedeutet. Und ich glaube, dass der Zwischenstand, den wir jetzt mit 235 beruflich Qualifizierten an unseren Hochschulen erreicht haben, ein guter Zwischenstand auf diesem Weg ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege May. Das Wort hat die Frau Abg. Knell, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Antrag von der Koalition greift das positive Zwischenfazit auf, das im Februar von der Hochschule für angewandte Wissenschaft in Frankfurt am Main, der Justus-Liebig-Universität in Gießen, Opel und der VHU mit dem Wissenschaftsminister gezogen wurde. Schaut man sich die ersten Zahlen an, dann ist es durchaus zu begrüßen, dass dieser Modellversuch, der von Beginn an positiv von den Unternehmerverbänden und Industrie- und Handwerkskammer begleitet wurde, bereits 235 Teilnehmer erreicht hat. Auch wenn wir Freien Demokraten in der Debatte zur Novellierung des Hochschulgesetzes und der damit verbundenen Einführung uns skeptisch geäußert haben, so erkennen wir durchaus die Erfolge an, die die beteiligten Partner erzielt haben, und teilen auch die Zielsetzung, die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung zu verbessern. Aber wir sind auch nach wie vor der Überzeugung, dass die Angebote im Bereich der beruflichen Bildung bereits dazu beitragen, dass Anschlussfähigkeit und lebenslanges Lernen ermöglicht werden, und zwar eben nicht erst seit dem neuen hessischen Modellversuch. Vor diesem Hintergrund sollten die verschiedenen Modelle sich gegenseitig stützen und die Weiterentwicklung der beruflichen Perspektiven des bzw. der Einzelnen ermöglichen. Hier geht es nicht nur um die Ersetzung oder die Bevorzugung eines Modells, sondern um die Sicherstellung des lebenslangen Lernens und die Anschlussfähigkeit in unserem Bildungssystem, welches weder mit dem Schulabschluss, Berufsabschluss oder Hochschulabschluss endet, sondern eben auch Entwicklungsmöglichkeiten zulässt. In diesem Sinne kann man Frau Dr. Brigitte Scheuerle, Federführerin berufliche Bildung der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Industrie- und Handelskammern, zustimmen, die im Zusammenhang mit der Einführung des Modellversuchs mit folgenden Worten zitiert wurde. Eine berufliche oder akademische Laufbahn muss keine finale Entscheidung mehr sein. Vielmehr ist es nun noch besser möglich, alle Bildungswege miteinander zu kombinieren bzw. aufeinander aufzubauen. Zitat Ende. Aber die Einführung eines Modellversuchs ist nicht ausreichend, sondern es ist geradezu eine Verpflichtung der Landesregierung, sich mit Weiterentwicklung und den Konsequenzen, die sich aus der Bilanz für die Hochschulen, aber auch für die Unternehmen und die wirtschaftliche Entwicklung in Hessen ergeben. Sie müssen sich damit beschäftigen und darlegen, in welchem Rahmen Sie den Kurs fortführen oder gegebenenfalls auch verändern und anpassen möchten. Wir Freien Demokraten wollen die Gleichstellung der beruflichen mit der akademischen Bildung, und wir wollen vor allem auch die Entscheidung, welchen beruflichen oder akademischen Weg jemand einschlagen möchte, dem Einzelnen überlassen. Diese Angebote müssen attraktiv gestaltet werden, und die Rahmenbedingungen müssen stimmen, sodass auch eine wirkliche Wahlmöglichkeit besteht. Wir wenden uns gegen eine Präferenz zugunsten eines Abschlusses und eines Bildungsganges. Denn das Bild ist doch in fast allen Branchen das Gleiche. Wir brauchen überall qualifizierte Fachkräfte und müssen dies fördern. Der Fachkräftemangel droht zu einer massiven Entwicklungsbremse der hessischen Wirtschaft zu werden. Ab 2030 wird die demografische Entwicklung zuschlagen, weil dann jedes Jahr geburtenstarke Jahrgänge aus dem Arbeitsmarkt gehen. Deshalb kann man uneingeschränkt den einleitenden Worten des Wissenschaftsrates zustimmen, die wie folgt lauten. Für die zukünftige Versorgung der Gesellschaft mit Fachkräften erachtet der Wissenschaftsrat eine funktionale Balance zwischen beruflicher und akademischer Bildung als unverzichtbar.
Die sich wandelnden Qualifikationsbedarfe und Anforderungen des Arbeitsmarktes erfordern zudem eine stärkere Verzahnung der beiden Bildungsbereiche. In Punkt 1 Ihres Antrags heben Sie hervor, dass Sie in Ihren Grundzügen den Überlegungen des Wissenschaftsrates gefolgt sind. Aber der Modellversuch für beruflich Qualifizierte ist eben nur eine Möglichkeit, um die Durchlässigkeit von beruflicher und akademischer Bildung zu steigern. Der Wissenschaftsrat hat beispielsweise auch hervorgehoben, dass er erstens die Hochschulen ermuntert, die Öffnung für beruflich qualifizierte Studierende als Profilbildungsmaßnahme zu nutzen. Bund und Ländern empfiehlt er, eine derartige Profilierung über geeignete Anreize zu fördern. Zweitens dafür plädiert, dass die Hochschulen, um für berufserfahrene Bewerberinnen und Bewerber mit und ohne schulische Studienberechtigung attraktiv zu werden, mit entsprechenden Schwerpunkten die Schaffung von gezielt an die Bedürfnisse beruflich qualifizierter angepassten Studienbedingungen voranzutreiben. Drittens. Als einen wesentlichen Baustein zur weiteren Öffnung der Hochschulen für beruflich Qualifizierte schließlich in der Anrechnung beruflich erworbener Kompetenzen sieht. Und viertens. Den weiteren Ausbau hybrider Ausbildungsangebote und die Ausweitung des Spektrums hybrider Ausbildungsformate empfiehlt. In Ihrem Antrag gehen Sie darauf kurz und knapp in Punkt 4 ein, aber auch hier bleiben Sie bei der Aufzählung der Angebote, die die Hochschulen ja selbst entwickelt haben. Und gerade mit Blick auf die kürzlich geführten Gespräche mit den Hochschulpräsidenten ergeben sich aber noch weiterführende Aufgaben, die auch von der Landesregierung aufgegriffen werden könnten, z. B. die Forderung nach einem Weiterbildungsbachelor oder der Möglichkeit, langfristig über Zertifikate Abschlüsse zu erwerben. Dies würde ebenso dazu beitragen, die Durchlässigkeit, aber eben auch die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung zu stärken. Wir fragen uns, welche Möglichkeit sieht das Wissenschaftsministerium diesbezüglich und welche konkreten Maßnahmen ergreifen Sie insbesondere auch mit Blick auf das Blended Learning? Eine Herausforderung, der sich sowohl die berufliche als auch die akademische Ausbildung stellen muss, ist die Anpassung von Berufsbildern an die Bedürfnisse des digitalen Zeitalters. Hier bedarf es der Unterstützung, die seitens der Hochschulen eingefordert werden. Kein Wort findet sich in dem Antrag über die Möglichkeit, hybride Ausbildungsmodelle zu stärken bzw. auszuweiten, die eben dazu beitragen könnten, wie ich eben schon gesagt hatte, beide Sektoren, die berufliche und die akademische Ausbildung, in eine funktionale Balance zu bringen und auch zu halten. Diese werden auch einmal explizit im Berufsbildungsbericht 2018 hervorgehoben und bedürfen abgestimmter Konzepte, die von den beteiligten Ressorts umgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund der vielen aufgezeigten offenen Fragen werden wir uns bei diesem Antrag enthalten, denn er stellt wieder einmal einen Part des Werbeblocks der Landesregierung dar, der uns keinen neuen Erkenntnisgewinn bringt. Danke Ihnen. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Deutschland hat ein hochselektives Bildungssystem. Der Zugang zu Bildung ist abhängig von Herkunft, Geldbeutel und Bildungsniveau der Eltern. Das belegen alle Studien und Untersuchungen. Und jeder Schritt, der die Durchlässigkeit des Bildungssystems erhöht, jeder Schritt, der Bildungshürden abbaut in diesem System, jeder dieser Schritte ist daher sinnvoll. Dazu gehört auch die stärkere Öffnung der Hochschulen für beruflich Qualifizierte. Das halten wir ausdrücklich für richtig, weil es dazu dient, Bildungshürden in diesem Bildungssystem abzubauen, meine Damen und Herren. Der hier viel gelobte hessische Modellversuch, der erleichterte Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte ermöglicht, kann mit 235 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in ganz Hessen natürlich nur ein Anfang sein. Aber es ist ein Anfang, und das erkennen wir auch an. Aber die Analyse in Ihrem Antrag, die teilen wir nicht. Sie stellen es ja so dar, als sei es der schlechte Ruf, der die Berufsausbildung für viele Menschen unattraktiver macht im Vergleich zu einem Studium. Und dann schreiben Sie in Ihrem Antrag, Zitat, der Landtag betont, dass berufliche und akademische Bildung gleichwertig sind. Meine Damen und Herren, das sind sie aber in der Praxis nicht, wenn man sich die Gehälter anschaut,
wenn man sich die Aufstiegschancen anschaut. Das kann man bedauern, aber das wird sich auch nicht dadurch ändern, dass Sie heute mit Mehrheit beschließen, dass berufliche und akademische Bildung gleichwertig sind. Wäre das nämlich so, dann würden z.B. Erzieherinnen und Erzieher nicht so viel weniger verdienen als Lehrerinnen und Lehrer. Aber von dem Gehalt können Beschäftigte in den Kitas nur träumen. Das wäre z.B. an die Adresse von CDU und GRÜNEN und an die Adresse der Landesregierung. Das wäre ein ganz konkreter Schritt, um tatsächlich etwas zu tun in Sachen Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Bildung. Setzen Sie sich doch dafür ein, dass die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas, dass die Menschen in Pflegeberufen, dass die Menschen in Sozialberufen, dass sie endlich angemessen bezahlt werden. Das wäre ein konkreter Schritt zur Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung. Und das heißt, Sie schreiben dann in Ihrem Antrag von einem empfundenen höheren Stellenwert des Hochschulabschlusses gegenüber der Berufsausbildung. Und das beklagen Sie in Ihrem Antrag. Aber Sie müssen doch, Sie können doch nicht die Augen vor der Realität verschließen, dass dieser höhere Stellenwert nicht empfunden ist, sondern dass er real vorhanden ist. Der zeigt sich in der Bezahlung und den Perspektiven. Übrigens, auch das will ich anmerken, die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer Ihres Modellsversuchs kommen ja gerade aus den sozialen und Pflegeberufen, wo das Einkommen mit Berufsausbildung besonders schlecht ist und Aufstiegschancen kaum vorhanden. Aber, meine Damen und Herren, eine Gehaltsstudie aus dem letzten Jahr besagt, dass ein Akademiker im Schnitt mit nur 31 Lebensjahren einen gleich alten Menschen mit Berufsausbildung beim bis dahin erzielten Lebenseinkommen überholt. Bis zur Rente wird dieser Durchschnittsakademiker rund ein Drittel mehr Geld verdient haben als jemand, der eine Berufsausbildung absolviert hat. Und obwohl die Gefahr von Altersarmut auch für höher Qualifizierte steigt und natürlich auch heute ein Studium und eine hohe Qualifikation kein Garant dafür ist, dass man einen Arbeitsplatz hat und schon gar nicht einen unbefristeten, trotzdem ist diese Gefahr immer noch deutlich geringer für Menschen, die einen Hochschulabschluss haben, die eine akademische Bildung haben. Und da können Sie im Landtag noch so oft beschließen, dass die berufliche und die akademische Bildung doch vollkommen gleichwertig seien. Sie sind es leider nicht, weder beim Gehalt noch bei den Aufstiegschancen. Da brauchen Sie sich doch nur die Gehaltsspreizungen anschauen zwischen Akademikern und beruflich Qualifizierten. Und darin liegt natürlich ein Grund dafür, dass immer mehr Menschen studieren wollen. Natürlich muss nicht jeder Abitur machen und studieren. Aber dass der Anreiz da ist und dass Menschen die bestmöglichen Zukunftsperspektiven für sich wollen und die eher darin sehen, dass sie ein Studium absolvieren, weil die Gehaltsaussichten danach besser sind, das ist doch logisch. Und deswegen glaube ich, helfen uns keine Anträge weiter, die sagen, es ist alles gleichwertig und damit die Wirklichkeit letztlich negieren, sondern dann muss man sich dafür einsetzen, dass eben die Krankenschwester nicht so viel weniger verdient als der Arzt. Die eine hat eine Ausbildung, der andere ein Studium. Da muss man ganz konkret gegen diese Gehaltsunterschiede vorgehen, meine Damen und Herren. Das müsste man dann praktisch tun. Die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung hat eine erhebliche soziale Komponente. Denn in unserem Schulsystem wirkt sich die soziale Herkunft nach wie vor erheblich aus. Und um das zu ändern, muss man eigentlich viel früher ansetzen. Die Kollegin Habermann hat das angesprochen. Längeres gemeinsames Lernen, statt Kinder bereits nach der 4. Klasse auf die unterschiedlichen Schulformen aufzuteilen und damit an einem so jungen Alter eine so weitreichende Entscheidung für ihre Zukunft zu treffen, die später oft schwer zu verändern ist. Akademikerkinder dominieren mehr denn je die Universitäten, titelte die Zeitung Die Welt im letzten Sommer in Bezug auf die Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks und kommt zu dem Schluss, der Mittelstand gerät auch an den Hochschulen in Bedrängnis. Die Studierenden, bei denen beide Eltern eine Berufsausbildung, aber keinen Studienabschluss absolviert haben, werden anteilig immer weniger. Und woran das liegt, auch das kann man aus der Sozialerhebung klar erkennen. Für 86% der Befragten sind die Eltern die Haupteinnahmequelle.
Und während eine kleine Minderheit wohlhabender Studierender vielleicht mehr Geld zur Verfügung hat, stagniert das Budget der allermeisten Studierenden bei 700 bis 800 €. Und das bei gerade in den Hochschulstädten rasant steigenden Lebenshaltungskosten und Mieten. Und da, meine Damen und Herren, wäre jetzt das BAföG gefragt. Das BAföG, eine große Errungenschaft, eine große bildungspolitische Errungenschaft aus der sozialliberalen Koalition aus den 70er Jahren. Doch dieses Instrument wird seiner Aufgabe, soziale Härten aufzufangen, abzufedern, leider immer weniger gerecht, meine Damen und Herren. Herr Boddenberg, ich sage Ihnen das einmal, 250 € sieht der BAföG-Satz beispielsweise fürs Wohnen vor. Wir beide kommen aus Frankfurt. Ich sage einmal, für 250 € bekommt man in Frankfurt mit viel Glück einen Tiefgaragenplatz. Und auch hier ist doch wieder deutlich, wer Eltern mit einem starken finanziellen Background hat, der hat eine ganz andere Möglichkeit. Aber es gibt eben auch Menschen, die nach der Schule dann eher in den Beruf gehen, eher Geld verdienen, weil natürlich ein Studium auch eine enorme finanzielle Belastung ist. Und auf eine Kleine Anfrage der LINKEN im Deutschen Bundestag zur Höhe des BAföG-Höchstsatzes hin antwortet die Bundesregierung, dass, Zitat, mögliche finanzielle Beschränkungen bei der Lebensführung für Studierende angesichts der durch den Studienabschluss erheblich verbesserten beruflichen Chancen und Einkommensperspektiven hinnehmbar seien. Also auch die Bundesregierung sagt, wer studiert, hat bessere Gehaltsaussichten. Aber eigentlich weiß das ja auch jeder außer Schwarz-Grün, die da etwas anderes in den Antrag geschrieben haben. Ich will noch einmal sagen, der pauschalierte Höchstsatz beim BAföG liegt bei 735 €. Und 69% der Studierenden gehen neben ihrem Studium einer Erwerbsarbeit nach. Das ist der höchste Wert, der jemals gemessen wurde. Und durchschnittlich sind das 2 Tage die Woche, die Studierende arbeiten gehen, und die fehlen natürlich beim Studium und verlängern die Studienzeiten. Und deshalb fällt natürlich Studierenden besonders schwer, wenn sie bereits davor eine Berufsausbildung gemacht haben, wenn sie schon Geld verdient haben, wenn sie vielleicht mitten im Leben stehen, wenn sie schon Kinder haben, dann ist es natürlich ein erst einmal schwieriger Schritt zu sagen, ich gehe jetzt noch an die Hochschule, mache ein Studium, wenn man BAföG-Sätze hat, von denen man faktisch nicht leben kann. Und deswegen wäre es so wichtig, dass wir das BAföG ausbauen, statt solcher sinnlosen Programme wie das Deutschlandstipendium, das wieder die soziale Auslese verschärft, brauchen wir einen Ausbau des BAföGs. Und das ist gerade für die beruflich Qualifizierten ein ganz wichtiger Punkt, meine Damen und Herren. Insofern ist es gut, dass 235 junge Menschen im Modellversuch sind. Und an dieser Stelle und zum Abschluss möchte ich noch einmal ausdrücklichen Dank an die Hochschulen sagen, die sich um bestmögliche Unterstützung ihrer Studierenden bemühen, und das trotz einer chronischen Unterfinanzierung, die diese Landesregierung leider zu verantworten hat. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Wissler. Das Wort hat der Wissenschaftsminister, Staatsminister Boris Rhein. Bitte sehr. Ja, Herr Präsident, darf mich, meine sehr geehrten Damen und Herren, für die großzügige Worterteilung bei Ihnen herzlich bedanken. Und hatte jetzt fast gehofft, Frau Wissler, dass Sie ganz zum Ende Ihrer Rede der Landesregierung danken, dass sie diesen Modellversuch möglich gemacht hat. Aber Sie haben den Hochschulen gedankt, und das finde ich auch sehr richtig, das zu tun. Und dem Dank will ich mich anschließen. Denn, das will ich sehr deutlich sagen, die Hochschulen haben diesen Modellversuch natürlich am Anfang nicht bejubelt, aber wir haben mit ihnen daran gearbeitet, wir haben erörtert, wie man ihn umsetzen kann, und am Ende sind Sie es, diejenigen, die ihn umsetzen, und das machen Sie ganz großartig. Und dafür bin ich eben auch ausdrücklich dankbar, wie Sie das tun. Das hat aber eben natürlich auch das muss ins Protokoll, Frau Wissler hat geklatscht. Das muss aber natürlich vielen Dank. Das muss aber natürlich auch auf dem Hintergrund dessen gesehen werden, dass der Wissenschaftsrat sich zu der Sache eingelassen hat. Das war im Jahre 2014, hat er
Empfehlungen ausgesprochen zur Gestaltung des Verhältnisses von beruflicher und von akademischer Bildung, ausgerechnet hier in Hessen. Es war in seiner Sitzung in Darmstadt. In diesen Empfehlungen heißt es, dass im Rahmen einer beruflichen Ausbildung, ich will das jetzt zitieren, Studierfähigkeit erworben werden kann, dass es keine Veranlassung gibt, zusätzlich zum Ausbildungsabschluss eine mehrjährige Berufserfahrung zu verlangen, und dass er den Ländern empfiehlt, die Regelungen für den Hochschulzugang von Studieninteressierten ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung weiterzuentwickeln. Und ein Jahr später hat Hessen exakt das umgesetzt, und seitdem können junge Menschen in Hessen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, ohne dass sie Berufserfahrung haben und ohne dass sie ein Abitur haben, ein Studium aufnehmen, wenn sie ihre berufliche Ausbildung mit mindestens der Note 2,5 abgeschlossen haben. Der Hochschulzugang ist, wie gesagt, prüfungsfrei, was ihn ja von der alten Situation unterscheidet. Und er gilt für alle gestuften Studiengänge. Und Hessen, und das macht uns schon sehr glücklich und auch stolz, ist mit diesem Weg, den wir ja zunächst als Modellversuch angelegt haben, ich sage auch gleich warum, Vorreiter in Deutschland. Und er hat eine Durchlässigkeit von Bildungsabschlüssen und Bildungswegen zwischen akademischer und beruflicher Bildung geschaffen, wie es sie sonst nirgendwo anders in Deutschland gibt. Und insoweit hat das Thema natürlich hohe Aktualität. Wir haben uns entschlossen, es zunächst einmal in einem Modellversuch zu machen. Das hat aber zwei einfache Gründe. Der eine Grund ist, das ist eine Abweichung von den Beschlüssen der Kultusministerkonferenz, was wir hier machen. Und zum Zweiten ist das ein so weitgehender Weg, dass es natürlich richtig ist, dass man sagt, wir wollen das auf seinen Erfolg und auf seine Richtigkeit auch dann evaluieren lassen. Ich bin, das ist das zweite Mal, sehr dankbar, dass eben hier wieder eine Hochschule das macht, die Justus-Liebig-Universität und Herr Prof. Hense, den wir ausgewählt haben und der das mit hoher Kompetenz machen wird. Und die ersten Ergebnisse und Rückmeldungen der Hochschulen, im Übrigen ja auch über die Studierfähigkeit, ich habe eben etwas zur Rolle der Hochschulen gesagt, der beruflich Qualifizierten, sind vielversprechend. Das mag damit zu tun haben, dass bei der Note 2,5 wir es mit den besten 50% in der Regel zu tun haben, die dann kommen. Aber sie sind so vielversprechend, dass man, ich muss vorsichtig sein, weil man macht eine Evaluierung nicht, um das Ergebnis vorwegzunehmen. Aber Stand heute würde ich sehr deutlich sagen, dass wir nach Ende des Sommersemesters 2021, das ist der Endzeitpunkt der Evaluierung, der Modellversuch an sich ist im Übrigen unbegrenzt. Also, wir haben da keine zeitliche oder in der Sache Begrenzung vorgenommen, dass wir jedenfalls Stand heute von einer Verstetigung und möglicherweise auch von einer Erweiterung ausgehen können. Wenn ich Erweiterung sage, dann meine ich damit, dass durchaus auch private Hochschulen im Augenblick Interesse äußern, diesen Weg mitzugehen. Das muss man sich aber jetzt erst einmal genau anschauen. Deswegen haben wir entschieden, es machen zunächst einmal nur die staatlichen Hochschulen. Und, meine Damen und Herren, im Wintersemester 16/17 hatten wir rund 85 Einschreibungen. Im Wintersemester 17/18 haben die Einschreibungen sich dann auf 150 verdoppelt, dann von 35 an den Universitäten, 115 an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Und das macht einen Frankfurter besonders glücklich. Spitzenreiter ist mit 33 Immatrikulationen die Hochschule für angewandte Wissenschaften in Frankfurt, gefolgt von der THM mit 30 und die Fachhochschule in Fulda mit 21. Das gewählte. Na ja, Frau, ach, das gibt mir doch eine wunderbare Gelegenheit, Frau Wissler. Das wollte ich gestern, sonst hätte ich eine zweite Runde möglicherweise verurteilt. Dass Sie da hingegangen sind gestern bei der Debatte über Löwe und erzählt haben, die haben zu wenig und die haben mehr und die haben noch weniger. Liebe Frau Wissler, der Erfolg und das Geheimnis des Erfolges von Löwe ist, dass es wettbewerblich orientiert ist und dass nicht der Staat hingeht und das Geld ausschüttet, sondern dass man sich bewirbt, dass ein Expertengremium auswählt und dass am Ende deswegen eine Entscheidung getroffen wird. Und eben genau wir nicht das machen, was Sozialisten und Linke gerne machen, hingehen und glauben zu entscheiden, was richtig ist. Nein, das haben wir anders gemacht, und deswegen funktioniert Löwe so gut. Aber ich wollte. Jetzt haben Sie mich aber ein weiteres Mal verführt, Frau Wissler, nämlich dazu wieder abzuweichen, und meine Zeit läuft ab, und deswegen wollte ich eigentlich heute über beruflich Qualifizierte sprechen. Ich wollte sagen, ganz genau, dass wir
eine Situation haben, in der das gewählte Fächerspektrum von Betriebswirtschaft über Maschinenbau bis hin zu Weinbau und Önologie oder eben auch Landschaftsarchitektur reicht und dass nach der Auswertung festgestellt worden ist derzeit, dass die gewählten Studienübergänge, das ist jetzt nicht ganz überraschend, aber ganz überwiegend affin sind zu den Berufsausbildungen, die die Bewerber haben. Das heißt also, dass es in der Regel sehr ähnliche Studiengänge sind. Allerdings haben wir auch Fälle, wo die Automobilkauffrau Architektur studiert oder der Rettungsassistent sich entscheidet, in Darmstadt Bauingenieurwesen und Geodäsie zu studieren. Ich finde, das zeigt, dass dieser Ansatz exakt der richtige ist. Denn die Kombination von Berufs- und Hochschulbildung wird immer mehr zum Normalfall. Und insoweit ist der Geselle oder ist eben der Krankenpfleger oder wie gesagt die Automobilkauffrau auf dem Campus kein Exot mehr. Und, meine Damen und Herren, trotzdem muss man auch das sagen, zwischen den Systemen der beruflichen und der akademischen Bildung gibt es eben im Augenblick und heute immer noch zu wenig Austausch, personellen Austausch. Und dabei entspricht, das muss man eben auch feststellen, die Trennung der Systeme ja überhaupt nicht mehr. Die Trennung der Systeme der beruflichen und der akademischen Bildung überhaupt nicht mehr dem aktuellen Qualifikationsbedarf. Wir brauchen mehr Menschen mit einem breiten Spektrum an praktischen und theoretischen Fähigkeiten. Und, meine Damen und Herren, wir tun etwas ganz Wichtiges mit dem Modellversuch. Wir stärken damit das Erfolgsmodell der deutschen Wirtschaft, und das ist nach wie vor die duale Ausbildung. Das ist die wichtige Zielrichtung dieses Modellversuches. Und, natürlich sind uns, als wir damit angefangen haben, aber wir führen die Diskussion teilweise auch heute immer noch mit dem einen oder anderen, der das noch nicht verstanden hat, wollt ihr denn, dass dann noch mehr dual Ausgebildete in Scharen auf die Hochschulen drängen? Das ganze Gegenteil ist der Fall. Wir wollen das ganz genaue Gegenteil. Wir wollen, dass Menschen, die nach einer Schulzeit dann endlich im Beruf praktische Erfahrungen machen wollen, dass eben diese Entscheidungen völlig gelassen für sich treffen können, weil sie eben nicht die Sorge haben müssen, dass sie sich dann mit 16 Jahren für die Praxis entscheiden und dass dann für sie der akademische Zug, wenn ich das so formulieren darf, abgefahren ist. Wir wollen, dass Berufswahlentscheidungen in einem sehr frühen Lebensalter, nämlich mit 16, muss man sich ja nichts vormachen. Mein Sohn ist heute 15, mein älterer. Insoweit weiß ich, was in deren Köpfen vorgeht. Ob da Berufswahl an allererster Stelle steht, das wage ich einmal zu bezweifeln. In der Jugend sollen solche Entscheidungen entspannt fallen können und nicht so fallen können, dass man sagt, ich entscheide mich jetzt, Herr Mayer hat es schön gesagt, entweder oder, und dann gibt es kein Zurück mehr, sondern wir wollen, dass diese jungen Menschen wissen, man kann sich auch auf verschiedenen Wegen eine respektable Karriere aufbauen. Deswegen bin ich sehr sicher, dass viel mehr Menschen als bisher die Chancen der Praxis nutzen werden, wenn sie, und ich betone das ganz wichtig, Herr Hofmeister hat es gesagt, natürlich auch Ihre Eltern und Ihre Lehrer, die Sie ja dabei beraten, eben keine Angst haben müssen, dass die, ich sage das jetzt betont, formal höchste Bildungsqualifikation Ihnen verschlossen bleibt. Und umgekehrt hat dieser Modellversuch auch eine andere wichtige Wirkung, denn ich bin mir sehr, sehr sicher, dass viele potenzielle Studienabbrecher, die eben aufgrund dieser Sorgen dann in die Hochschulen gedrängt worden sind, jetzt erst bereit sind, auch dann den Weg in die Praxis zu wählen, weil sie wissen, ich verbaue mir nichts, mir stehen alle Chancen offen. Insoweit, wir wollen keine bildungspolitische Einbahnstraße, wir wollen keine bildungspolitische Sackgasse. Ganz im Gegenteil, wir wollen dazu beitragen, wir wollen dafür sorgen, dass Ausbildung, dass berufliche und akademische Ausbildung den gleichen Stellenwert hat. Und insoweit kann man wirklich feststellen, das erreichen wir mit diesem Modellversuch. Und insoweit ist dies ein wichtiger Meilenstein für den Bildungs- und für den Berufsstandort Hessen. Ich glaube, dass es deswegen sehr wohl wert war, Frau Habermann, dass wir das heute hier diskutieren, um eben dafür auch in der Öffentlichkeit immer deutlich zu werben und deutlich zu machen, welche Möglichkeiten es in Hessen gibt. Und ich sage es noch einmal ausschließlich und nur in Hessen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen.
Dann ist die Debatte um den Entschließungsantrag beendet. Ich rufe auf zur Abstimmung über den 62/98. Wer ihm seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, GRÜNEN und SPD. Dagegen stimmen keine Enthaltungen. Das sind die Fraktionen von LINKEN und FDP. Damit ist dieser Antrag angenommen.